Tatjana, was geht? Wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Was geht? Leute, ich bin gut drauf. Er ist am Filmen, das mag ich genau. Nicht schlecht. Ja, also okay. Hier bleiben wir, ja. Gut, dass du sonst Texte geschrieben hast. Alter, überraschend geiler Tag heute. Ohne Witz. Erst am Tag, ich habe einfach richtig gute Laune jetzt. Nach diesem Tag, der ist nämlich zum jetzigen Zeitpunkt schon vorbei. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wie der Tag werden würde. Er hätte nämlich auch ganz anders laufen können. Oh. Denn ich habe heute anders drehen müssen als sonst. Lisa und Jule haben gerade beide gleichzeitig Urlaub, was für mich heißt, ich musste mir für den Dreh heute von Grund auf ein neues Team zusammenstellen. Und noch dazu hat Felix, unser normalerweise Standardbeleuchter, die Seuche und ist deswegen auch noch ausgefallen. Und es hatte wirklich keine einzige Tonperson, Tonmann ist ein Scheißwort, Tonfrau, Tondivers, was auch immer, Zeit, heute mit uns zu drehen. Das heißt, ich habe auch noch wirklich lange suchen müssen, bis ich jemanden übers Internet gefunden habe, der heute einspringen konnte. Man muss in aller Ehrlichkeit sagen, das birgt Risiken. Das kann natürlich sein. Ich kenne die Person halt nicht. Das heißt, es kann sein, dass die Person nicht mit unserer Arbeitsweise klarkommt oder dass wir nicht mit der Arbeitsweise der Person klarkommen. Ich weiß nicht, wie erfahren ist die Person. Kommt die mit unserer Technik klar und so weiter und so fort. Das sind einfach viele Risikofaktoren, die einerseits das Professionelle, das Technische, aber natürlich auch das Menschliche angeht. Das war jetzt aber alles überhaupt kein Problem. Es war wirklich mega cool. Und man muss manchmal einfach eher die Vorteile sehen, wenn man mit Leuten arbeitet, mit denen man sonst nicht arbeitet, weil man mal wieder einen Blick in völlig anderes Arbeiten bekommt. Und das finde ich eigentlich ultra nice und war heute, Riesenüberraschung, auch wieder so. Wir haben ja auf jeden Fall ganz viele witzige Schränke und haben jetzt hier überall kleine Lämpchen verteilt, weil so eine Kellersituation ist. Ich weiß, interessiert gerade keiner, aber ich will es einmal kurz gemacht haben, bevor wir heute müssen. Wir haben hier einen Pavo-Tube-Aufgang. Jeanne ist heute unser Beleuchter und hat sich gedacht, Joscha wollte diesen Faulty Bulb Effekt. Das Problem beim Faulty Bulb Effekt, der eingebaut ist, ist, dass die immer an ist und zwischendrin ausgeht. Jeanne hat das gerne umgekehrt gehabt und hat im Endeffekt den Paparazzi-Effekt genommen. Der ist nämlich dauerhaft aus und blitzt zwischendrin. Hat wunderbar funktioniert, sah sehr schön aus. Ansonsten kamen tatsächlich viele von diesen kleinen Lämpchen zum Einsatz, die hier überall in diesem Keller schummrigen Setup so ein bisschen einzelne Betonungen gemacht haben. Hier zum Beispiel auch also schön magnetisch irgendwo dran geklatscht, damit hier Sachen betont werden. So, das kurz zum Setup. Auch eine Sache, die ich sehr geil finde, wenn man mit anderen Leuten arbeitet. John zum Beispiel ist heute zum zweiten Mal erst bei uns dabei und ist jemand, der dann im Transit zu unserem Frostrahmen gegriffen hat. Das ist was bei uns viel zu selten zum Einsatz kommt und es sah super schön aus. Der ist kaputt gegangen. Der Frostrahmen? Heute? Ich bin traurig. Damn. Aber auch das kriegen wir bestimmt wieder ersetzt, repariert. Mit Gaffer schlecht geklebt. Genau. Und dann wird er immer kleiner, immer weniger Frostrahmen. Ja, genau. Das ist einfach Negative Fill. Voll verschwächt. Zwei von drei Sketchen durch, einer folgt. Hast du hier einen Empfang? Ja. Dann habe ich mich ja gestern im Blog darüber beschwert, dass wir nicht zum Podcasten kamen vor lauter Arbeit. Dafür haben sich dann heute wieder andere Podcast-Möglichkeiten aufgetan. Katjana Gerz, jetzt zu hören in unserem wunderbaren Podcast, die Filmemacher-Selbsthilfegruppe mit einer Person, die wirklich Selbsthilfe braucht. Absolut. Joscha Seehausen. Denn sie spielt in Deutschland in diversen Formaten, aber kann kein Deutsch. Ich glaube, sie kann. Schön. Wie war das denn? Club Gutehausen. Cool, tschüss. Cringe. Ja, also Katja, wir haben gerade abgemacht, dass wir mit Katjana morgen podcasten. Zufall, Absicht, ich glaube nicht an Schicksal, aber witzig ist es trotzdem. Dann, völlig anderes Thema, ruft heute Morgen noch vorm Drehen meine Mutter an. Super untypische Sache. Um mich zu bitten, dass ich mich bei euch in ihrem Namen bedanke für die ganzen
Tipps und Tricks für die ganzen Kommentare. Ich hatte vor ein paar Tagen darum gebeten, dass ihr mal eure besten Fotografie-Einsteiger-Tipps in die Kommentare packt. Super viele Leute haben da mega krass drauf reagiert. Vielen lieben Dank dementsprechend von mir und vor allem auch im Namen meiner Mutter. Sie hat gesagt, ich soll das im Vlog sagen. Fand ich auch irgendwie lustig. Vielen Dank dafür. Und ohne Scheiß, das ist auch einer der Gründe, eine der Sachen, die mich gerade so beflügelt, sind wirklich das Feedback, was gerade kommt, ist einfach mega geil. Es tut richtig gut. Es macht mega viel Spaß. Vielen lieben Dank dafür, auch wenn es ein bisschen cheesy ist und ein bisschen komisch ist, das hier einfach so in eine Kamera reinzusagen. Aber ich meine das ernst. Ich finde es wirklich ultra nice. Geil. Nein, auch so ganz generell habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass morgen einfach ein cooler Tag werden würde. Und das macht mir mitunter... Was ist los? Fängt halt original wieder dann an zu filmen, wenn ich mir wieder so richtig hässlich... Oh stimmt, das war früher mal das Ding, ne? Voll in den Mund schiebe, vor allem ich beiß nicht ab, sondern ich schiebe mir wieder das ganze Ding so... Ja, dann beiß doch einfach mal ab. Okay, morgen wird auf jeden Fall ein schöner Tag. Es ist heute auch ein schöner Tag. Vielen Dank fürs Anschauen. Ein guter alter Hashtag des Tages, ne? Watch more sunsets. Ich häng's mir zwischen allen Zähnen, ne? Zwischen allen gleichzeitig. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis morgen. Ich hatte gerade eben am Ende was ein bisschen nach Handysignal klang. Marius! Ich hab gar kein Handy!